Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Together Dead Island Riptide mit dem guten Gaming-Pirat und der Niki Mausi und mir, dem Egoisten, der hier alle Ego-Kameras vor sich führt. Alles okay bei dir? Bei wem? Bei mir, ja. Ja, okay. Bei mir auch. Ich habe gerade eine Waffe aufgewertet. Guck mal, wie schön die grün leuchtet. Alter, ich habe einen Morgenstern bekommen. Ich trete mal raus in die Sonne. Ja, jetzt sehe ich das Grüne. Ja. Was ist das? Gift. Sie strahlt grün giftig. In der heutigen Folge müssen wir uns darum kümmern, dass wir dem netten Markus hier helfen, den wir vor einer riesigen Horde ja in der letzten Folge gerettet haben und als Dank uns nur noch dazu aufgefordert hat, uns mal endlich zu beeilen, seine Aufgaben zu erfüllen. Das war sehr lieb von ihm. Man kann ja wenigstens mal Danke sagen. Ne? Also ich habe da kein Danke gehört. Naja, dafür schnappe ich mir mal ein paar Früchte von ihm. Kannst du mir mal sagen, warum modifizierte Sachen automatisch nicht mehr repariert sind? Das ist mir neu. Das war bei mir letztes Mal nicht. So, ich guck mal kurz. Was haben wir denn hier? Upgraden. Jetzt muss ich sogar... So, was sagt denn meine Axt? Oh, die hat nur noch 4%. Zack. Das nenne ich meine Axt. Wieder sauber. Nicht Blut verschmiert. So. Jetzt lässt du mich hier nicht raus. Was, wo, wie, was, Entschuldigung. Steht hier im Weg rum. Steht gar nicht im Weg rum. Nee, mittlerweile nicht mehr. Jetzt bin ich auch schon draußen. So. Einmal ist die falsche Waffe. Da. Da brennt aus der Nase. Interessanter Knüppel. Also bei mir leuchtet das Ding aus den Augen. Aber sieht böse aus. Echt? Von mir aus sieht das. Vom Winkel sieht das aus eher wie eine Nase. Der Todesblick. Ja, was hat er nochmal? Moment, wo ist denn der? Geschwindigkeit 493 und Wucht 1143. Mein Gott. Aber ordentlich. Ja. Ja, und ist auch noch eine stumpfe Waffe. So, maximale Gesundheit und Ausdauer um 10% erhöhen. Ja, das mache ich doch mal locker hier. Also ich gehe jetzt nur noch auf Überleben erstmal. So, ja, ich habe den Überlebensbaum fast komplett voll. Deswegen gehe ich da jetzt drauf. Ich hab Kampf fast voll. Okay. Und ich hab auch Einbrecher komplett voll, hab ich gemerkt. Machen wir eigentlich die Hauptstory weiter, oder? Würde ich sagen, ne? Wie die Toten leben? Ne, wo die Toten leben. Wie sie leben, würde ich auch gerne rausfinden. Ja. Das Leben der Untoten, morgen im NTV. Manche halten sie für unsauber und halb verrottet. Doch in sich sind es liebevolle, missverstandene Wesen. Ehrlich gesagt müsste ich mal verkaufen. Na, warte noch eine Sekunde, vielleicht steigt der Preis. Ja, aber ich hab drei Waffen. Ja, du hast jetzt schon vier Sachen, ja? Nee, was denn? Was? Ja, mein ganzes Inventar ist voller Waffen und drei Stück brauche ich nicht. Okay. Ja, ich habe immer so drei, vier Sachen, die ich irgendwie verkaufen will, aber bis ich bei einer Tante bin, wo man verkaufen kann, oder dann habe ich die irgendwie keine Lust mehr, die zu verkaufen. Oh! Der hat geschmeckt. So. Der ist durch. Gute Arbeit. Durchgebraten, aber ja, mir, Zitronensaft. Der ließ Zitronensaft fallen. Damit kannst du ihn ja ablöschen. Diese bisschen Würze. Genau, schmeckt da ein bisschen frischer, fruchtiger. Oh.
Tut mir leid. Oh, da ist der Kopf weg. Macht nichts. Hat er eh nicht benötigt. Nee. Aber zum Leben in Anführungszeichen. Ja. Müsste hier nicht irgendwo ein Händler sein? Quasi. Hilfe, wir können sogar eine Quest hier Jackson abgeben. Oh, ach ja. Links von uns quasi. Stimmt, ja. Stimmt, das war ja die Quest von ihm, dass wir den heiligen Mann da finden. Oh. Der heilige Mann. Der schreit mich gerade voll an. Oh, man kann da jetzt rein? Ja. Hallo, Jackson. Das wussten wir natürlich nicht. Nein. Er hat die Türen geöffnet. Jackson, welche Überraschung. Mach sie zu. Das hätte er eigentlich auch vorher schon machen können. Ja, der hat eine Waffe in der Hand und der schreit hier rum, bei mir zumindest. Warum labert der irgendwas von Time to Die? Ach, stimmt, kann man verkaufen. Hier kann man ja verkaufen. Das wusste ich natürlich nicht. So. Wer schreit denn hier rum? Bist du dann Turner? Kannst du den Pass auf einmal Waffen in der Hand hier. Scheiße! Boah, der schreit ja hier rum. Wie bei Walking Dead. Ja. Yep. Hallo, Andre. Andrea. What have we here? Ammoniak. $81. Jede Menge Taschen, die Leute hier, die hier ihr Zuhause, den Unterschlupf gebaut haben, nicht einmal beachtet haben. Ja. Nicht kaufen, verkaufen. Was haben wir denn hier? Ein Schuppen. Ah, Frucht. Ah, eine Rose, ein Opfertablett, noch eine Frucht. Und noch eine Frucht, weil wir so fruchtig sind. So, was haben wir denn da unterm Bett? Ah, Geheimakten. Ah. Geheimakte Teil 1 von Zombie Set ungelöst. Heute mit. Welch dramatische Musik. Hallo Maggie natürlich. Kann man dich auch in die Suppe machen? Nein. Ich mach dich gleich zur Suppe. Nein, du bist ja noch kein Zombie. So, Whip. Hallo. Mein Name ist. Und ich komme aus der ersten Klasse. Nein. Wieso kann man. Naja. Die Quest hier oben ist nicht da. Okay. BTF. Was wir natürlich noch nicht wissen. Die Medizin. I don't know what happened to them. Kann man hier irgendwo natürlich verkaufen? Ja, oben. Okay, ich rede schon mal mit der Maggie nicht. Du bist gerade durch den genau, Tisch gegangen. Mit der Maggie. Bei mir ist sie schon zweimal durch die Wand gegangen und ich habe noch nichts gesagt. Ich dachte, sie sagt das mal von allein. Ja, ich bin heimlich durch die Wand gegangen, aber ich dachte, das wäre meine. So, kann man schon mit der Maggie reden oder soll man noch einen Moment warten? Kannst ruhig mit der reden. Okay. Hallo Maggie. Ich spring mal auf den Tisch. And my group left a while ago. They went to find a place that was safer than this shack. They were headed to Henderson. Once they found a new place, they were supposed to send someone back for me, but I haven't heard anything from them. Hopefully nothing bad has happened to them, but I'm so worried. Can you please look for them? Sicherer Ort. Suche nach Maggies Freunden, die einen sicheren Ort suchen wollten. Schwierigkeitsgrad, 3 Totenköpfe, wir halten dafür ein Tanto und 3 Erfahrungssternchen haben wir dafür. Oh ja, sehr traurig, sehr, sehr, sure thing. Ja. Natürlich machen wir das. Nein! Perhaps you can start there. Wir sollen im Baumhaus dem Baumhauslager suchen nach ihren Freunden. Bei dieser wirklich traurigen Musik, dieser komischen Flasche neben ihr, die wahrscheinlich darauf hindeutet, dass sie verzweifelt ist, machen wir das natürlich liebend gerne. Hier möchte einer gern Schmerztabletten. Ja, das lese ich gerade auch. Keine Macht den Drogen. Ja, das ist die gute Möglichkeit zu leveln. Ach, er will die für sich alleine. Aha. Whatever you find. Interessant. Du siehst auch aus wie ein reiner Schmerz. Ja, er hat gesagt, er hat ganz große Schmerzen. Ja, ganz groß. Ich hab keinen.
Ja. Naja, wir verkaufen ja keine Drogen. So habe ich keine. Wir legen nur Dealer um und verteilen die Päckchen. Oh. Genau. Bring me more. Ich auch mal whatever you find. Ah, jetzt hat er bei mir aber gesagt, bring mir mehr von egal was du findest. Hier ist Sand. Naja. Steck dir das in den Mund, trink ein bisschen Wasser und wenn du das oft genug machst. Stell dir das vor. Ja. Bring me more. Ja, bla bla bla. So. Das hat auch einen unglaublich guten Effekt. Ich weiß zwar noch nicht wo drauf, aber ich bin auch kein Arzt. Gut, dass im Camp verschiedene Musiken sind. Also auf dem Schiff hier ist so bedrohliche Musik. Ja. Da unten was anderes. Das Schiff. Irgendwo cool. Im Lager. Nur 3 Schritte entfernt von der traurigen Maggie ist hier ein böses Schiff. Oh, hier ist eine Axt. Vielleicht wegen der bösen Axt. Ja. Hier war der böse Holzfäller Mandecho an Werk. Doch jetzt ist er ein Zombie und verschwunden. Kann man Geld farmen? Geld farmen? Wo? Die Axt was? Nehmen und verkaufen. Ach ja, alles ja immer wieder. Stimmt. Ui, yeah. Ja, auch nicht viel, aber. Ja. Bring me more. Whatever you find. Ich glaube, so nenne ich die Folge heute auch. Bring me more, whatever you find. Hier haben wir André und hier ist der Turner nochmal. Hallo Turner, tut dir irgendwas immer? Kann ich da drüber? Nee. Ich weiß, ich werde Leben verlieren. Oh, doch nicht. So. Das war cool. Was denn? Kannst du ja mal auch machen. Ich bin da über den Zaun gesprungen. Okay. Wo seid ihr denn immer noch drin? Ich mach's einfach nochmal. Das sieht wirklich episch aus. Episch. Wie die Musik, die sie ist, im Hintergrund gespielt. Sie werden. Gewährten tun. Da-da-da. Juhu. Über eine große Wand gesprungen. Ninja Turtle. Genau. De-d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 e. Können wir ja machen, Turtles in Time, schlechtestes Spiel ever. Ich kenne das gar nicht. Das Remake zumindest, das ist scheiße. Ja, relativ scheiße. So, nee, dann gehen wir mal auf nee. Zu... So, jetzt. Der Logan war Soldat, du darfst jetzt nicht zu viel von ihm verlangen. So, jetzt kümmern wir uns um... Die Hauptstory. Die, Alter! Die Hauptstory der Zombies. Manche Menschen hatten zu ihrer Lebzeit Schwächen. Und dadurch hatten sie ein Hautproblem. Oh. Aber Zombies haben das nicht mehr. Geschweige denn überhaupt noch ein Problem. Der nicht mehr mal mit seinem Kopf hier. Ja. Und der nicht mehr mit seinem. Der hat ein Kopfproblem. Tja, der alte Lappen. Achso, nee, ich habe nur einen Lappen aus dem Batzentäschchen gezogen von ihm. Was willst du, alter Lappen? Du liegst ja eh nur im Wasser rum und siehst noch scheiße aus, du alter verrottetes Scheißding. Naja, was soll's? Hast es eh nicht besser verdient. Aber da sind wir dann gekommen, haben deinem elendigen Dasein ein Ende bereitet. Sei froh drum. Eine Nebenquest. Wo? Die habe ich natürlich noch nicht gemacht. Hier oben. Ah, okay. Ja, auf dem Dach. Hui. Hier kommen unendlich Gegner durch, also mach bald dich. Ich hol sie mal, sonst macht das keinen Sinn. Okay, ich versuch die ein bisschen zurück zu klatschen. Zu treten. Wir müssen gleich einen Schläger klatschen. Oh. Ja, das ist meine Fähigkeit. 75%ige Chance, ihn zu köpfen. Lustig, der Zombie, sobald du den vergiftest, kotzt bei mir so ein bisschen. So ein. Bei mir auch. Das ist so, wenn du die vergiftest, dann kotzen die. Alter Schwede. Okay, jetzt Set. Töte den Schläger. Hier ist ein Schläger. In Ketten, quasi. Mach mal die Tür auf. Hä? Oh fuck, wer hat mich denn jetzt umgeboxt? Ach, der da. Der kommt irgendwie gar nicht raus.
Ach, jetzt hängt er hier fest, der alte infizierte Drecksack. So. Alter, du... Ich habe ihm den Arm gebrochen. Du willst nicht liegen bleiben? Okay. So kann ich ihn jetzt gerade nicht köpfen. So, jetzt aber. Genau, wo jetzt ein anderer Zombie kommt. Das ist sauber. Ah, scheiße. Da liege ich so ein bisschen. So, aber ich sollte mich mal euch wieder anschließen. Nicht. Der Schläger ist kein Problem, wirklich. Hier lag auch ein Golfschläger. Ja, der lag da wirklich. So. Und fertig. Hey, come over here. Am Set, rede mit Dave. Hey, cool, die. Wirklich, wenn man dem die Arme gebrochen hat oder abgeschlagen hat, ist so einfach. Ja. Ich rede mal mit dem, ne? So. Hallo. Und es gibt mir noch extra Erfahrungspunkte, wenn man die bricht. Cool. Nein, ich will nicht dein Assistent werden. Aufgestiegen. Aber mir dauert's noch. Oh. Double Kill? So. Ich dachte schon. Boah, Alter. Denk dran, die kommt von der Decke immer wieder. Ja. Meine hat nur gerade so einen schönen Finishing-Move gemacht, obwohl ich den anderen köpfen wollte. Und dann bin ich im Wasser. Danach bin ich sauber und zwar nasser. So. Oh, ich hab keine Ausdauer. Oh, Bruch. So. Ich will jetzt irgendwie nicht mein Heilpack verwenden, aber das mache ich trotzdem noch. So. Wir sollten mal weitergehen, weil sonst endet das nicht. Ich habe 14 Stück gekauft, also wenn jemand eins braucht. Ach, das ist gut zu wissen. Wieso glitschen die durch mich durch? Ja, bei mir auch so ein bisschen. Achso, ich könnte mal ganz schnell. So, er wollte es eh loswerden. Also wenn jemand Heilung braucht, einfach nur Bescheid sagen. Ja, ich habe hier immer Zombies um mich rum. Das ist, also Heilung brauche ich noch nicht, aber eventuell später mal so. Hallo? Was ist mit dir? Ah, Alter. Stumpfe Waffenfähigkeitsstufe. Klingenwaffe, ja, Fähigkeitsstufe 4. Ey, cool, ich kann jetzt die Fähigkeit vom Gronk. Wenn ich hochspringe und E drücke, kann ich den auf den Kopf stampfen. Soll man dich jetzt Gronkina nennen? Nein, danke. Ich habe meinen eigenen Namen. Nikina. Können wir mal weitergehen? Okay. Nein. So auch nicht. Nicht handeln. So. Äpfel. Ein Lappen. Das Spiel hat ja schon immer gute Kollisionsabfragen gehabt. Ja. So. Oh. Hoppala. Batsch. So, und auf die Rübe. Alter, Rübe. Hallo. Achso, gut. Ich hab jetzt, glaube ich, 8-mal gedrückt, da kam gar nichts. Ach komm, nicht so schlimm. Nee. Dass ich mich nicht bewegen kann, gerade schon. Hallo. Spieler? Beweg dich? Nee, du musst da hochhüpfen, das funktioniert. Nee, ich war schon drüber. Hä? That had to bloody hurt. Ja, das hört immer total bloody. Ach ja, das ist. Danke. Ah, dass das jetzt so ein bisschen schlecht läuft, ist auch gut, weil die Exploder machen dann keinen Schaden, wenn die hochgehen. Hackelt das bei euch auch so ein bisschen? Also bei mir ja. Nö. Bei also mir bei mir habe ich nur so, dass die mal springen, so. Dass die Gegner nicht immer da sind, wo sie sollten. Ah, zack. So. Wo müssen wir eigentlich hin?
Schau mal einfach wir mal. Wir haben schon ein paar Minuten hinter uns. Okay. Wir sind schon fast da. Damit meine ich, es sind jetzt genau 20 Minuten. Das dachte ich mir. Bleib liegen, Mann. Die müssen immer wieder aufstehen, die lernen es einfach nicht. Man muss ihnen immer erst die Arme, Beine und den Kopf abtrennen, dann haben sie es gelernt. So. So. Alter. Das ist ein Schläger. Das ist gut so. Boah, wie viel kommen denn da? So. Ich glaube, da kommt auch unendlich, kann das sein? Wirkt gerade irgendwie so. Needed this. Alter, hat er mich umgebracht. Ja. So, auf die Rübe. Gute Nacht. So, zweimal in One-Hit. WTF. Ich geh mal schneller hoch. Jo. Bisschen verarscht. So. Ach, da vorne ist der Kringel ja schon. So. Oh. Ach da. Wo? Okay, von hier kommt man nicht. Gut, dass du den richtigen Weg genommen hast. Ja, der andere war auch nicht viel besser. Hallo. Hallo. Ist jemand zu Hause? Ich mach. Keiner da? Hallo. Alter. Schreck mich nicht. Deodorant. Du Idiot. Deodorant. Wo die Toten leben. Oh. Töte alle Monster in der Todeszone. Schon wieder? Schon wieder? Also. Ach nö. Schaden anrichten, Clown. Ah. So, jetzt bin ich an der Werkbank. Ich muss mal ganz kurz meine Axt reparieren. So, dann bin ich auch gleich wieder bei euch. Ich bin schon drin. Ja, okay. Hadouken! Hadouken! Mit der Axt! Ja. Keine Ausdauer mehr, Kaka. Ich sehe was Blaues. Ist es ein Engel? Ach nee, das ist Sian in ihrer Rage. Hey, warum bin ich tot? Ich war in Rage. Schiebung. So, Moment. Danke sehr. So, bitte. Jetzt kriegt der Knabe mal einen auf die Nuss. Gute Nacht. Sind alle tot? Ja, und ihre Ecke. So, und die Körper, Köpfe sind ab. Braucht jemand Heilung? Nö. Ich brauche Ausdauer alles und gut. Atem. Nein, ist alles okay. Ich brauche ja. Waffen. Okay. So. Wütender Hammer. Will denn jemand? Level 39? Ne. 23. Ich würde dann sagen, weil hier auch gerade so ein bisschen Ruhe ist, können wir auch eine Folgenpause mal machen, ne? Eifrige Niki Mausi, ne? Ja, was ist denn? Ja, eifrig. Ich habe nur eifrig gesagt. Ja, ich bin immer schön am Schnetzeln. Ja, da habe ich auch... Schnetzel. Genau, Geschnetzeltes. In der nächsten Folge gibt's auch Zombie-Geschnetzeltes weiter von Chefküche Niki Mausi. Schön flambiert. Oder, nee, du hast ja kein Flammen... Hackebeil. Naja, schön mit dem... Doch, habe ich schon. Okay, aha. Dann gibt's das auch flambiert mit dem Hackebeil für euch live. Das sieht eher Kotze. Vergiftend sieht das aus. Ja, irgendwie schon. Ja. Gut, dann mit dem Special, mit dem besonderen Geschmack, bereitet sie euch morgen auch ein paar Zombie-Schnitzel vor. Doch bis dahin müsst ihr warten. Und bis dato sag ich auch Tschüssi. Tschüssi. Ja.